kein abgeschlossener Raum. Oh, ach, Kompass. Sehr schön. Und mir war so, als würde ich den behalten, wenn ich, das habe ich noch im Kopf, dass ich den behalte, wenn ich aus dem Level gehe. Quatsch, wenn ich sterbe. Gehen wir mal hier lang. Ich will noch keinen Schlüssel verbrauchen, weil ich noch... Aha. Da käme ich also oben bei dem Raum dann raus, wenn ich nach links gehe, oben in dem Raum. Wahaha. Oh Mann, ey, wirf doch wenigstens mal ein Herz ab. Geizkragen. Ja super, gib mir Bomben. Ich brauche Energie. Okay, dann versuch... Oh Gott! Dieses Drecks-Gamepad. Ich hab nach unten gedrückt und er läuft nach links. Wie, also noch fälscherer geht's ja kaum. Naja, gut. Kompass behalten wir ja. Machen wir noch ein paar Blobs kaputt. Ach Quatsch, lohnt sich doch gar nicht. Außer wenn man blöd ist und voll reinlaufen will. Bimbe, 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 bimbe. Ja, es ist halt, ich bin mir halt echt nicht sicher, ob das da jetzt die richtige Entscheidung ist, hier weiterzugehen. Weil ich einfach nicht weiß, ob ich nicht mitten im Palast, wenn ich dann wirklich schon ein gutes Stück geschafft habe, an eine Stelle komme, wo das Spiel mir dann sagt, hahaha, hier brauchst du aber Item XY, das du im zweiten, oh Gott, Dungeon bekommst. Was ist das? Und hier müsste ich sogar alle Gegner platt machen, um in das Tor unten zu kommen. Boah, boah. Seid ihr des Wahnsinns? Nein, nein, dort, du so... Mann! Das macht keinen Spaß mit dem Gamepad, absolut nicht. Okay, also der Raum ist eigentlich für gar nichts. Außer für zwei Schlüssel zu verbrauchen. Supi. Nee. Jetzt spinnt's aber gerade hier echt extrem. Gehe ich jetzt nach rechts oder nach oben? Rechts geht's weiter zum Boss, würde ich sagen. Gehen wir einfach mal nach oben. Das war, glaube ich, eine gute Wahl. Glaube ich. Ich müsste die Teile an der Wand kaputt bekommen? Wie soll das denn gehen? Mit Bomben? Okay, da mache ich mir jetzt gerade noch keinen Kopf drum. Gehe ich dann doch lieber erst in die Tür hier. Und das war mein letzter Schlüssel. Das ist natürlich ärgerlich. Oh, die Karte. Und wir haben den Palast gefunden. Das ist der Palast, von dem ich euch erzählt habe. Ich meine, ja, also jetzt mal ganz ehrlich, schaut doch bitte mal auf die Minimap. Also so, was zur Hölle, ne? Oh Gott, was macht denn mein Gamepad jetzt? Nerv mich nicht, ich will spielen. Will keine Steuerungs-Arschloch-Scheiße haben. Ich habe keine Schlüssel mehr. Ich habe keine Schlüssel mehr und ich weiß nicht, wie ich diese Türen aufbekomme. Normalerweise ist es ja alle Gegner platt machen und dann gehen die Tür auf, aber... Oh Gott, ey, was ist das? Ah, mit Bogen gehen sie nicht kaputt, mit dem Schwert. Nur ein... Boah, ist das ätzend. Aber hier komme ich definitiv weiter zum Endboss. Und das will ich eigentlich noch nicht, weil, ich habe die Spitzen des Hakenkreuzes noch nicht erkundet. Oh Gott, wer kommt aus so einem Scheiß? So. Und hier fängt die Scheiße ja schon an. Das kann doch schon nicht sein. Und hier geht die Scheiße nahtlos weiter. Da will ich rein. Denn hier will ich durch die Tür nach unten. Ich treffe die nur von hinten. Kann das sein? Oh Gott, oh Gott! Oh, ich muss quasi so diagonal über sie. Das war bei den anderen, beim Essen des Teil war das auch so. Allerdings konnte man da schneller schlagen als hier. Da war das auch... Und sie waren vor allen Dingen kurz bewegungsunfähig. Und hier muss ich quasi... Die gehen ja nicht mal zurück. Die werden ja nicht mal zurückgeworfen, wenn ich sie treffe. Da passiert einfach gar nichts. Oh Gott. Oh Gott, wie genial. Oh. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist... Da haben sie es Gott sei Dank wieder ein bisschen fair gemacht.
Okay, und wir schauen, was uns dieser untere Raum bescheren wird. Und es ist eine Treppe. Oh ja, na klar! Natürlich! Noch ein paar mehr. Wow. Das ist das Floß! Es gibt keine Schwimmflügel-Gedöns, es gibt ein Floß! Okay, das bringt mich jetzt wiederum extrem viel weiter. Das ist ja super. Oh, wie geil. Ich habe ein Floß. Wo will ich jetzt hin? Will ich hier hin? Hier will ich eigentlich nicht hin, aber jetzt bin ich halt drin, ne? Und Verschwindibus. Hier sind noch ein paar Fledermäuse. Fledermäusen, yeah! Hätten wir dann auch. Verflixt. Wieder mal beim letzten Gegner. Habe ich das Ding oben ganz erkundet? Das wäre dann noch der letzte. Die letzte Spitze, die ich machen könnte. Nee, die habe ich nicht erkundet. Und zwar deswegen. Ich kann die Typen nicht mit dem Schwert besiegen. Oh Gott. Das war dämlich. Nee. Geht nicht. Oh Mann. Auf was mache ich denn? Oh. Wie besiegt man die? Mit Bomben? Ich probiere es einmal mit Bomben. Ansonsten kann mich, was auch immer da oben ist, getrost am Arsch lecken. Wobei, wenn es ein Schlüssel ist und ich beim Boss noch einen Schlüssel brauche, dann sieht es natürlich ein bisschen blöd aus. Zwiespalt. Aber ich werde jetzt nicht eher aufhören, bevor ich diesen Palast geschafft habe. Aber wenn ich den geschafft habe, dann mache ich mal wieder eine kurze Pause. Das gibt's da nicht. Dann mache ich mal wieder eine kurze Pause, bis ich morgen wieder wach werde. Und dann zocke ich weiter. Vielleicht bekomme ich auch hier einen Schlüssel. Sofern ich denn noch einen brauche. Hihi. Wow. Oh Gott. Also wenn ich sie von hinten treffe, werden sie schon zurückgestoßen. Hä? Das war unlogisch. Okay, Alter, die gehen hier so auf den Sack. Was ist denn das für eine Scheiße? Oh, Mensch, ey, kein Bock mehr. Ich will weiterkommen. Und ich hab null Bock auf diese scheiß Statue-Wichser. Die sind doch draußen schon schlimm genug. Ich gehe jetzt straight zum Boss und... Wenn ich dann, weil da kommen ja auch nochmal so viele Statue-Typis. Also da muss ich ja auch nochmal platt machen. Ich sehe es dann einfach. Wenn... Ja, geil. Ich sehe, ob ich da hinten weiterkomme oder nicht. Wenn ich halt nicht weiterkomme, dann ist es halt blöd, aber ich kann es nicht ändern. Noch ist ja alles im grünen Bereich. Und jetzt käme ich in diesen Assi-Raum nochmal rein, obwohl das sind nur drei Leute, ey, das muss doch schaffbar sein. Allerdings nicht so. Bam, 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 oh Mann, Mann! Das ist doch, oh, das ist so ein Arschloch, ey, das gibt's überhaupt nicht. Das ist total asozial, weil die Gegner sich einfach keinen Schritt bewegen, sobald ich sie treffe. Nur wenn ich sie im Rücken erwische, aber die drehen sich ja quasi in einer Millisekunde um und dann stehe ich da blöd. Und mir schwant Schreckliches, denn der Boss wird bestimmt nicht einfach. Und wenn ich den nicht schaffe, muss ich diesen ganzen Weg nochmal machen. Und ich muss definitiv, wenn dann nicht noch mehr kommt, auf jeden Fall diese drei Schildfritzen, Statue-Wichser hier, die muss ich platt machen. Und ich muss mir eine Taktik überlegen, wie ich die platt bekomme. Das muss doch irgendeine... eine sinnvolle Taktik geben, wie man die am besten klein bekommt. Vor allem, weil es ja wirklich kurz vorm Endboss ist und ich brauche Energie. Hilft mir auch nichts, wenn ich die Gegner platt mache und noch ein Herz habe. Damit brauche ich nicht bei den Endgegner zu gehen. Alles so kompliziert. Komm jetzt. Vier Herzen, das muss doch... Oh, und dieses Gamepad. Scheiße. Es ist nicht machbar. Ich bin absolut zu blöd dafür. Ich bin zu langsam und zu blöd dafür. Wie soll ich das ahnen, dass die sich umdrehen? Und dann treffen sie mich ja schon beim Umdrehen. Da! Was soll ich da machen? Oh, ist das scheiße! Mann, oh!
Ich will diesen Palast jetzt auf jeden Fall noch schaffen. Das kann es doch wohl jetzt nicht sein. Ich kann doch nicht an so Statuen verrecken. Hallo. Boah, ist das nervig. Eigentlich weigere ich mich hier in dem Spiel Save States zu nutzen, weil. Hallo. Das will ich einfach nicht. Aber. Ich glaube, wenn ich die Gegner hier mal besiegt habe in dem Vorraum, dann, das wird schon ein Novum sein, dass ich das überhaupt schaffe. Geschweige denn, dass das zum Standard wird, wenn ich den Boss ein paar Mal machen muss. Das kann's doch nicht sein, ey. Okay, andere Taktik. Ich versuche, so weit wie möglich von denen wegzubleiben. Und sie grundsätzlich, wenn ich weit weg bin, dann drehen sie sich auch nicht zu mir um. Jedenfalls nur selten. Und sie jetzt mit dem Bo mit einem Bumerang zu treffen, würde ich sagen. Ja, toll. Es funktioniert super. Das war's zu der Taktik. Nö, funktioniert nicht. Na geil. Gut, das wäre dann die Idee. Habe ich irgendein Item? Bomben viel zu wenig. 3 Stück reichen nicht. Vor allem, weil sie sich ja bewegen. Da müsste ich die Bomben taktisch irgendwie so schmeißen, dass ich. Das ist scheiße. Vielleicht hätte es mit dem Bogen geklappt, aber. Tja, ne? Ja, super. Hat 2 Leute getroffen. Und das kümmert die echt einen Scheißdreck. Was? Wieso habe ich den jetzt wieder. Okay, das funktioniert. Das funktioniert. Weil ich habe halt wirklich wieder nur 2 Herzen. Was geht jetzt hier ab? Hier geht eine Menge ab. Ich brauche von den Fledermäusen Herzen. Natürlich. Das war klar. Moment. Reicht das, wenn ich die Fledermaus platt mache? Ja. Der Vorraum zum Boss. Ja, natürlich! Okay, damit wäre dann Stage 3 auch gestorben. Oh Gott! Das ist nicht mal ein Herzteil und ich hab's geschafft, aber ich habe nur 2 Energie. Damit schaffe ich den Boss nicht. Boah, das ist ja super asozial hier. Das ist ja wirklich. Ach, das war der Boss. Okay, das war der Boss. Ja. 157 Rubine. Okay, fett. Nee, 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 nee. Ja, damit würde ich sagen, habe ich dann doch völlig unerwartet noch irgendwas in dieser Let's Play-Runde auf die Reihe bekommen, auch wenn das diesmal ein bisschen länger gedauert hat und wahrscheinlich ein bisschen uninteressanter zum Zuschauen war. Das tut mir fürchterlich leid, aber hey, ich habe einen Herzcontainer, ich habe einen Triforce-Teil, ich habe ein Floß, das ich jetzt so geschwind. Dass ich. Ach nee, komm, das mache ich das nächste Mal. Ich heb mir den Spaß mit dem nächsten Herzteil für das nächste Mal auf. Ich werde schon wieder über den Weg laufen, quasi ihm, dem. Wo laufe ich eigentlich gerade hin? Ich laufe zum Anfangspunkt. Da ist es so schön ruhig und ich kann mich in Ruhe verabschieden. Aber ich finde den Anfangspunkt nicht, deswegen sage ich, da ist er. Und, mein Papierchen weg, mein Stift weg und ich bin zufrieden. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, zum Zuschauen.